Wir haben eine neue Altersgruppe in Sims. Okay, die ist jetzt nicht mehr so neu. Ich bin ein bisschen spät dran. Das Update ist jetzt schon so einen halben Monat draußen. Aber eine neue Altersgruppe bedeutet, ich darf meine CC-Sucht ausleben. Und das habe ich getan. Ich habe mir so ein bisschen... Also ich habe eigentlich alles runtergeladen, was ich gefunden habe. Und jetzt, wenn ich es euch im Kasten zeige, dann könnt ihr sehen, es ist echt nicht so viel. Okay, hier haben wir schon ein paar mehr Sachen. Aber wenn wir jetzt zu den T-Shirts gehen, ich habe hier 4 Sachen und das war's. Ist irgendwie ein bisschen sad. Aber die Sachen, die ich runtergeladen habe, oh mein Gott, guckt an, wie cute sie ist. Sorry. Heute wird das wahrscheinlich des Öfteren passieren, dass ich quietsche. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt schon. Aber guckt bitte, wie süß sie einfach ist. Ich kann nicht. Ich sollte echt aufhören. Hier geht's um das CC. Und ich würde mal anfangen mit den Haaren. Also das Wichtigste bei den Sims. Ja doch, die Haare sind schon sehr wichtig. Ihr seht hier schon eine Frisur. Die ist unglaublich süß. Ich liebe sie. Ich weiß nicht, ob es Herzen darstellen soll. Aber für mich sieht es aus wie Herzchen. Und es ist einfach nur süß. Und ich kann nicht aufhören. Dann haben wir hier noch so eine ähnliche Frisur. Das eben war mit Locken. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach... Also, ich glaube, das sind glatte Haare. Aber sind halt auch so Bömmelsdinger so. Es ist halt einfach zu süß. Dann habe ich hier auch ein paar Kandidaten, die so ein bisschen fragwürdig sind. An sich super süße Frisur. Ob es realistisch ist, dass ein Säugling so lange Haare schon hat, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem süß und das ist halt Sims. Und Sims ist meistens halt gar nicht mal so realistisch. Dann haben wir hier noch so eine ganz klassische Frisur. Auch sehr süß. Hier ist natürlich wieder die Frage, ist es realistisch, dass das Kind so lange Haare hat? Dann haben wir hier noch so kleine Zöpfe. Oh mein Gott. Sieht halt der Frisur ähnlich, aber halt, ich finde das halt so ein bisschen besser gemacht. Dann haben wir hier nochmal 2 Zöpfis. Oh, das sind sogar geflochtene. Oh, cute. Und dann hat man dazu passend auch, guck mal, Schleifchen. Und ihr könnt die Farben der Schleifchen hier ändern und ja... Was soll ich sagen? Hier könnt ihr auch sehen, ich habe einige Mützen. Nennt man das Mützen oder... Oh nein, mir fällt das Wort nicht ein. Aber es ist halt keine Mütze. Das ist eine Mütze. Aber die anderen Sachen sind ja keine Mützen, sondern so... Ich weiß nicht. Die Sims-Sachen an sich sind halt auch schon süß. Zum Beispiel die Mütze. Einfach ein Panda. Was ich halt im Creator Sim richtig wichtig finde, sind Skin-Details. Also so Skin-Overlays zum Beispiel. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen runtergeladen. Sie hat gerade ein Overlay drauf und ich finde den so toll. Ich gebe ihr mal nur so eine Windel, damit man das ein bisschen besser sieht. Habe ich vielleicht so eine Hello Kitty Windel? Ja, die nehmen wir. Jetzt kann ich euch auch den Skin Overlay ein bisschen besser zeigen. Denn das ist nicht nur so ein Face Overlay, sondern wirklich das komplette Kind. Also es ist ein Skin Overlay für den kompletten Körper. Ich kann nicht reden. Es ist ein bisschen her, dass ich Videos aufgenommen habe. Es tut mir leid, dass es hier ein bisschen vielleicht chaotisch rüberkommt oder chaotisch ist. Hier könnt ihr nochmal den Vergleich sehen. Da ist halt der Körper nicht dabei, oder? Ja, genau. Hier wird nur das Gesicht geändert. Also da wird nur aufs Gesicht ein Overlay draufgepackt. Und hier sieht man eben das ganze Kind. Ja, okay. Dann habe ich so andere Skin-Overlays, die eigentlich von Erwachsenen-Sims sind, aber die auch bei Säuglingen funktionieren. Ist ganz praktisch, aber von dem hier bin ich jetzt nicht so der Fan, weil die Schatten schon sehr dunkel sind. Dann haben wir hier noch was. Ist sehr cartoony. Ist ein bisschen anders als die anderen. Aber ist auch süß. Ich habe hier einige runtergeladen, aber so, wenn ich die alle durchgehe, ich habe hier auch ein paar Sommersprossen, natürlich, weil Sommersprossen einfach super süß sind. Der Skin ist auf jeden Fall wild. Weiß ich nicht, wie ich den finde. Aber ich bin mit den anderen Skins auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich finde die süß. Vor allem die hier. Guckt mal bitte. Wie realistisch. Ich mag ja eher so Overlays, weil hier die Hautfarben, weiß ich nicht. Ich mag lieber so, wenn die Hautfarbe meines Sims übernommen wird beim Skin. Und ich glaube, das war's mit den Skin-Details. Sind jetzt nicht so viele, aber bei einem Säugling braucht man, glaube ich, auch gar nicht mal so viel. Also wir brauchen da keine Kontur, keinen Highlighter, was auch immer, was es sonst noch gibt. Ich finde, ein Skin-Overlay ist genug. Vielleicht noch ein paar Sommersprossen und dann kann man eigentlich auch schon weitergehen zu dem Make-up. Ich nenne es Make-up, weil es in der Make-up-Kategorie ist. Aber da habe ich Wimpern und Wimpern sind halt ein Muss. Säuglinge haben ja meistens voll lange Wimpern, voll gesunde lange Wimpern und das finde ich süß. Und deswegen habe ich mir ein paar Wimpern hier geholt. Ich glaube, ich sage einfach nichts dazu. Ich zeige es nur kurz. Wir haben hier auch viele verschiedene Farben, falls euch das interessiert. Ich mache weiter mit meinen Wimpern.
davon. Und eine Sache, die ich halt so süß finde, Blush. Blush bei Kindern, ach, zu süß. Ich sehe gerade, ich habe nur die Kontaktlinsen hier, aber ich muss sagen, ich finde die ganz cute. Die anderen Farben sind halt eher unrealistisch. Das mag ich halt nicht so bei Kontaktlinsen. Aber ich bin ein Fan von den braunen Augen. Und ich glaube, das war es auch dann mit der Make-up-Kategorie. Nee, wir haben hier noch Sonnencreme. Das finde ich halt so cute, wenn man dann beim heißes Wetter-Outfit, genau, die haben kein Badeoutfit, aber ein heißes Wetter-Outfit, wenn man da einfach dem Kind Sonnencreme gibt, bringt halt einfach Realismus rein ins Spiel. Ich bin Fan davon. Und dann können wir weitermachen. Accessoires habe ich. Ja, Accessoires. Ich habe Schnuller. Ich habe Schnuller runtergeladen. Und die sind süß und die legen sich übereinander. Wieso? Ich habe leider nicht so viele gefunden, aber ich habe ein paar süße gefunden. Vor allem, guck mal bitte, hier ist eine Katze, dann haben wir hier einen Mops. Und was ich auch so süß finde, guckt mal bitte, das sind so einzelne abstehende Strähnchen. Also nicht Strähnchen, sondern so Haare. Ja, ich glaube, das sollen einzelne Haare darstellen. Es ist so simpel, aber es ist zu süß. Ich glaube, das war es jetzt mit der Kopfkategorie, nenne ich es mal. Und jetzt können wir weitermachen mit den Outfits. Wie gesagt, bei den Oberteilen habe ich nicht so viel gefunden. Aber das, was ich gefunden habe, ist natürlich super süß. Es tut mir leid, dass ich auch ab und zu einfach mal lauter werde. Ich fühle das gerade zu sehr. Und guck mal bitte diesen süßen Hoodie an. Black Girl Magic, wie cute. Dann haben wir hier noch so ein Basic-T-Shirt. Kann man auch nichts falsch machen mit. Und dann haben wir hier noch so ein Pyjama-Oberteil. Also ich würde das nicht nur als Pyjama nehmen. Es ist halt einfach so süß. Und wir haben hier viele verschiedene Muster. Und dann auch einfach nur schlichte, einfarbige Oberteile. Und dann gehen wir weiter zur Beinbekleidung. Da haben wir, wie ihr gesehen habt, eine süße Windel. Ist es eine Windel? Ich würde einfach mal sagen, ja. Und ich glaube, ihr könnt schon erkennen, wie süß die Windeln eigentlich sind. Da waren Pink. Und sonst habe ich einmal so eine Jeans. Ja gut, das Kind liegt jetzt hier. Ich lasse es mal wieder hier sich hinsetzen. Jetzt kann man die Hose ein bisschen besser sehen. Es hat einfach eine Jeans. Dann haben wir hier noch so eine Hose. Da haben wir vier verschiedene Swatches. Auch ganz süß mit so Blümchen. Und dann das passende Unterteil zu eben diesem Oberteil. Ich nehme jetzt wieder dasselbe hier. Guck mal. Guck mal! Wieso fällt denn hier so ein Schatten drauf? Oder ist es CC so gemacht? Aber das fände ich ja blöd. Wir machen weiter mit den Kombinationen, nennt es Sims. Es sind die Ganzkörper-Outfits. Und da ist schon das erste. Und ich kann nicht. Also was soll ich sagen? Es ist einfach ein kleines Kind mit einem Teddy-Ding. Ich bin sprachlos. Ich habe da zwei Varianten. Einmal so ein Outdoor-Ding und dann eins für so halt nicht draußen. Wir haben hier einen Frosch. Ist der Frosch süß? Ich glaube ja. Dann haben wir hier noch so ein Outfit. Auch so unglaublich süß. Dann haben wir hier noch so ein... Es tut mir auch voll leid, wenn ich die Namen von Sachen nicht weiß. Ich habe noch keine Kinder und ich glaube, das passiert auch nicht so bald. Ich weiß nicht, wie solche Sachen heißen. So ein Buddy ist es ja nicht. Das ist aber ein Buddy. Das weiß ich. Das ist ein Buddy und der ist sehr süß mit so einem Fuchs drauf. Da haben wir so einen Affen. Ich habe Angst vor Affen. Dann ein Löwe. Ein Elefant. Ein Dino. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt nicht alle Sachen durch, aber ein Dino ist auch süß. Dann haben wir hier noch so einen ganz schlichten Buddy und dann einen mit Blümchen. Auch super süß. Und dann sind die Bären wieder da. Die Bären haben mein Herz. Ich liebe ja so Kinder, so kleine Kinder in so Bärenanzügen. Also nicht in Anzügen, aber so in Bären-Outfits, die dann aussehen wie ein Bär oder Bären drauf haben, einfach zu süß. Dann haben wir hier noch so ein Outfit und so eins. Es wiederholt sich alles ein bisschen, aber jedes Mal haben wir halt andere Farben und hier wieder ein Bär. Was soll ich sagen? Dann hier, glaube ich, Hello Kitty wieder oder so. Hello Kitty. Und ein Outfit, das ich unfassbar süß finde, ist das hier. Ich glaube, das ist mein absoluter Favorit. Okay, ja, ich mag den Bären halt schon sehr. Ich glaube, die teilen sich Platz 1. Ich finde das so süß. Es ist halt so schlicht und die Farben sind so sanft. Oh, und was ich euch gar nicht gesagt habe, die Links zu den einzelnen Sachen werdet ihr alle in der Infobox finden. Also da einfach mal die Infobox abchecken und euch dann die Sachen da auf der Seite der Creator runterladen. Ich werde die Sachen natürlich nicht einfach so hochladen, damit ihr es runterladen könnt, denn die Creator sollen damit auch ihr Geld verdienen. Denn wer so schöne Sachen erstellt, der muss auch damit Geld verdienen. Und jetzt sind wir bei den Schuhen angekommen und ich sehe, wir haben nur zwei CC-Sachen. Einmal so Sandalen. Super süß.
Wir haben hier auch sehr viele Farben, was ich sehr cool finde. Und dann haben wir so Bärenschuhe. Wir haben da so ein paar Farben. Wir haben da jetzt nicht die größte Auswahl. Und ich guck mal bei den Accessoires. Da haben wir nämlich Söckchen. Und ich habe hier auch sehr viele Farben, sehe ich. Das ist halt cool. Da findet man halt zu jedem Outfit passende Socken. Eine Schlumpfhose habe ich leider nicht gefunden. Ich werde aber, denke ich mal, in nächster Zeit noch viel mehr CC für Säuglinge finden. Also vielleicht mache ich da mal so ein Update-Video, was ich sonst noch so gefunden habe an CC. Ich finde halt, momentan ist es noch sehr schwer, Sachen zu finden. Ich habe wirklich schon so eine Stunde oder auch länger Sachen gesucht und runtergeladen. Und wenn man so sich die Sachen anguckt, dann sieht man, es ist halt echt nicht so viel. Wenn man das halt mit meinem anderen CC vergleicht, bei Erwachsenen Sims habe ich halt unendlich viele Sachen gefühlt. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit. Es wird noch einiges kommen. Es ist halt erst so der Anfang von den Säuglingen. Ich bin sehr gespannt, was die Creator sich noch so einfallen lassen werden. Ich hoffe aber natürlich, dass das Video für euch hilfreich war. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem CC, das ich bis jetzt gefunden habe. Ich finde fast alles unglaublich süß. Und falls ihr coole Creator gefunden habt, die eben CC für Säuglinge erstellen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.